Hallo. Hallo. Hallo, mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister dieses Hauses. Ach, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Maria Schimmer. Haben Sie Ihre Familie hierher gebracht? Wir sind gerade eingezogen. Es wäre schön, Sie kennenzulernen. So, was muss ich denn jetzt noch machen hier? Ich soll Apartment 2 reparieren und neue Mieter finden. Inzwischen darf man Paul Williams Bücher nicht mehr lesen oder besitzen. Und Äpfel. Alle Äpfel müssen vernichtet werden. Es ist illegal, sie zu lagern oder zu konsumieren. Äpfel. Hört auf mich. Äpfel. Gar nicht gut, das Zeug. Gar nicht gut, das Zeug. Ach, guck mal, was haben wir hier? Ach, da habe ich Sachen erhalten. Okay. Ja. Na, okay. Wir machen da mal weiter. Und schauen wir mal. So, das kannst du wegwerfen hier. Räum den Scheiß weg. Ja. Ja, Apartment 2 reparieren, bitte. Und dann dürfen da Leute einziehen. Aha. Ziehe ein. Berühmter Herzchirurg sucht eine Wohnung auf Langzeit. Anstand garantiert. Und da möchte jemand eine. Kohlenschiffbootsmann möchte eine Kammer für ein paar Wochen mieten. Ja, da ist mir doch der Chirurg hier lieber. Ja. Oh, was haben wir eigentlich? Wir könnten mal ein paar Kameras wieder kaufen. Ah, guck mal, Rosa. Da ist ja Rosa. Schönen Nachmittag. Ja, guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karl und ich bin hier der neue Hausmeister. Ah, ich heiße Rosa Ronneck. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie haben meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt. Wir haben auch einen Sohn, er ist genau wie Sie. Er wohnt aber in der Hauptstadt. Oh, okay. Unser lieber Junge ist ein Chef geworden. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Schon lange her. Mark hat sein ganzes Leben lang im Archiv gearbeitet. Er mag seine Arbeit, er ist viel mit Papierkram beschäftigt und hat nur wenig mit anderen Menschen zu tun. Er verbringt den Urlaub mit seiner Angelroute. Ja, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendwelche Probleme hier haben, ne? Der möchte noch nicht mit mir reden. Kann ich eigentlich das hier auch reparieren? Weil. Eigentlich war das ja mal für mich gedacht, ne? Gut, dann dachte ich, ne, dass das für mich gedacht gewesen wäre. Ja, würde ich sagen, wir gehen erstmal runter. Schauen wir, wir haben hier, also es fehlt ja hier noch einiges an Überwachungsarbeit hier, ne? Mark Ranne kehrt hier ein bisschen. Mal schauen. Was, Karl? Die Arbeit sprechen. Die Polizei hat direkt vor meiner Nase einen Mann in Handschellen abgeführt. Das hat mir schon Angst gemacht. Wer war das, Karl? Oh, der vorherige Hausmeister. War seine Pflicht nicht weg. Oh, was für ein Albtraum. Karl, könnte dir nicht dasselbe passieren? Keine Sorge, meine Liebe. Ich werde ein guter Hausmeister sein. Ministerium muss ich dann bei Gelegenheit anrufen, aber ich will gerade, dass die hier rausgeht. Weil ich würde hier nämlich gerne auch in diesem Zimmer ein paar nach und nach Überwachungskram installieren, ne? Darf ich jetzt vielleicht mit ihm hier reden, der neue? Na, hallo. Ich bin hier, um mich vorzustellen. Ich bin Karl, der Hauswirt. Oh, es ist mir eine Ehre. Mein Name ist Dr. Aloysius Swark. Ich bin Arzt. Sie müssen von mir gehört haben. Die ganze Stadt hat das. Ah, natürlich habe ich von Ihnen gehört. Aber bitte loben Sie mich nicht. Ich habe nur meine Pflicht getan. Ich tue nur meine Pflicht. Das ist super. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Och, was für Probleme sollte ich haben? Nichts. Sie haben so viel zu tun. Sind Sie in Ordnung? Oh. Beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Die Patienten prügeln sich um mich. Sie sind Arzt.
Das ist die eine, keine Zweifel bitte. Ich kann sogar Gesunde heilen. Ich würde sagen, besonders gesund. Irgendwelche Bildung? Mann, die Witze. Ich habe mein Leben der Heilung von Patienten gewidmet. Ihre Zweifel verletzen mich. Oh, Entschuldigung, das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Wie können Sie nur? Hier ist ein gutes Mittel zur Entspannung. Mäßigen Sie sich. Ja, der hat mir jetzt da mal eben Whisky geschenkt, ne? Why not, ne? Why not? Na komm, dann rufen wir erst das Ministerium an, bevor... Solange die Dame da hinten rumrennt. Ach, wie klein ist hier ins Bett gehopst. Dum-dum-dum-dum-dum. Eine Aufgabe berichten. Ministeriumverordnung! Glückwunsch! Die Aufgabe war ein Erfolg. Als Belohnung werden wir eine folgende Summe auf Ihr Konto überweisen. 1000 Dollar und 250 Rufpunkte. Bedenken Sie, wenn Sie einen Anruf des Ministeriums Verordnung verpassen, erhalten Sie ein Bußgeld. Aha, aha. Sie müssen sich zu jeder Zeit in Ihrem Apartment befinden und den Hörer des Telefons abnehmen, sobald es klingelt. Selbst wenn Sie sterben. Verstanden? Ja. Sie sind gesetzesbrechlich losgeworden, ne? Holen Sie jetzt die Meinung Ihrer Mieter über Schimmers ein. Finden Sie heraus, was andere Leute über ihn denken. Dokumentieren Sie seine Charakteristiken, nachdem Sie mit der Umfrage fertig sind. An die Arbeit! Okay. Ja. Davon kann man nie genug haben, ne? Oh, komm, alle aufkaufen, die wir hier so kriegen. Und jetzt muss ich hier eine Runde mit den ganzen Leuten sprechen. Ja, Vater, brauchst du was? Ich habe ein Problem, Vater. Was möchtest du? Die Wirtschaftskurse haben begonnen und uns wurde eine Liste von Büchern zum Lesen gegeben. Die Bücher, die ich für die Schule brauche. Ich war im Buchladen, aber sie haben die Bücher nicht. Ich habe gehört, dass es auf dem Markt Gebrauchte gibt, aber die kosten ein Vermögen. Kannst du deine Freunde fragen? Vielleicht hat jemand, den du kennst, die Bücher. Du sprichst mit klugen Menschen. Ja, ich schaue, was ich tun kann. Dann schauen wir mal, was wir tun können, ne? Ist da hinten jetzt endlich mal leer? Ist da frei? Können wir da ein paar Kameras installieren? Ach, jetzt ist der hier. Oh, er geht aber was essen, das ist super. So. Kameras installieren hier im Ding, so. Wir wollen ja schließlich überall was sehen, so, und dann gucken wir, was die Frau noch von uns will. Heimische Probleme. Ich brauche Hilfe, Liebling. Ich kann keinen Kochtopf finden, der groß genug ist. Ich habe überall gesucht, aber keine Ahnung, wie sie sein könnten. Vielleicht ist jemand gestohlen. Wir sollten die Polizei rufen. Die Polizei wegen eines alten Kochtopfs? Ah, gar nicht erst dran denken. Du musst es in unserem alten Haus gelassen haben. Okay, wenn du meinst. Kannst du die Mieter nach dem Kochtopf fragen? Hoffentlich werden sie den neuen Hausmeister nicht ablehnen. Ich würde Kompott für Martha kochen und sie zurückbringen. Okay, okay. Ja, fragen wir die Hausmeister mal nach dem Kochtopf. Hat der mir eigentlich schon was zu erzählen? Hier, warte mal kurz. Nach Klaus Schimmer fragen. Wunderbar. Lieber Karl, ich bin froh, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie? Alles super, ich wollte gerne... Ah, so viel Freude. Das ist seltener, Leute. Ah, ich beruhige mich schon. Aloysius, sag ich Aloysius. Ich möchte sprechen über Aloysius. Sie können nicht für die ganze Welt suchen. Der Staat kümmert sich um uns. Wegen ihres Nachbarn. Aber nein, ich sorge mich nicht weiter um unsere Nachbarn. Ich meine, um alle Menschen. Wissen Sie was? Oh, entschuldigen Sie, ich habe mich verplaubert. Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Wegen Klaus Schimmer aus Apartment 1. Ich bin doch gerade erst hier eingezogen. Ich habe noch nicht alle Nachbarn kennengelernt. Aber ich bin mir sicher, dass sie alle gute Menschen sind. Und ihr, Strauß Hiller ist auch sicher ein guter Mensch. Klaus Schimmer. Ah, natürlich, natürlich. Wenn der liebe Herr Schimmer doch nur weniger rauchen würde. Rauchen ist tödlich. Okay. Also, wir wissen jetzt immerhin schon mal über Klaus Schimmer, dass er... bisschen zu viel raucht. Oh, hier klopfen. Ja, da ist.
Wie spät ist es? Klopfe ich mitten in der Nacht? Ach, egal. Sollen sich mal nicht so anstellen. Die sollen sich mal nicht so anstellen hier. Ich muss für meinen Drachen, glaube ich, noch was, einen besseren Platz finden, Glan. Hier. Hallo. Miteinander bekannt. Hallo, mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister. Aha, mein Name ist Klaus Schimmer. Vielleicht sollten wir den nicht über sich selbst fragen. Sie verwalten das Gebäude, das meiner Familie gehört hat. Ein Hausmeister hat es bereits zum Müll verarbeitet. Ich hoffe, Sie bekommen das hin. Ja, ich tue mein Bestes, ganz klar. Fragen wir doch mal hier nach den Büchern. Ja. Oh, das Problem mit der Bibliothek ist mir gut bekannt. Es ist nicht nur die Schlange, die Bibliothekare sollten sie auch mögen. Wenn nicht, schicken sie sie ohne Erklärung fort. Aber ich kann ihnen helfen. Ich habe Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Ich wäre glücklich, wenn sie ihrem Sohn beim Lernen helfen würden. Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben. Zu schade, wie wenige Menschen diese Meinung teilen. Sie haben meinen Sohn gerettet. Danke, Klaus. Nicht nur mein Sohn, meine Brieftasche auch, ja. Dann tun wir hier mal nach dem Kochtopf fragen. Haben Sie einen Topf, in dem man Kompott machen kann? Oh, sprechen Sie besser mit meiner Frau Maria. Ich weiß nichts über Haushaltsthemen oder Geschirr. Ich muss jetzt in einem Tabakladen arbeiten. Die Decken sind zu niedrig, ich muss ständig meinen Kopf einziehen. Ich habe als Chefökonom gearbeitet, aber das ist schon lange vorbei. Er hat das aus Ihnen gehört? Ja, das ist richtig. Es gehörte meiner Familie. Ich wollte es zu einem Haus für begabte Kinder machen, aber es wurde stattdessen in ein Wohnheim verwandelt. Aber es ist nicht schlecht. Sie haben einen Wohnbereich auf Ebene D nicht gesehen. Sie haben die Wohnbereiche auf Ebene D nicht gesehen. Ja, ja, Sie haben recht. Die Situation könnte schlimmer sein. Immerhin sind wir frei. Man kann jederzeit Schach spielen. Das ist teuer. Oder das ist viel wert. Also Dings sind da teilweise noch sehr schlecht. Mit der Tochter muss ich noch sprechen. Ach, guck mal hier. Seit dem 2. September ist übrigens das Singen vor dem Ministerium verboten. Also nicht überall, aber vor dem Ministerium ist es verboten, ne? Wenn ich jetzt da klopfe, kommt dann auch wieder er von unten hochgerannt? Oder kommt jetzt dann die Frau an? Ah, die Frau kommt an, das ist super. Hallo Maria Schimmer. Hallo. Ich möchte Sie um etwas bitten. Könnten Sie mir einen Kochtopf leihen? Meine Frau will Kompott kochen, aber unser Kochtopf ist irgendwie einfach im Umzug verloren gegangen. Oh, ich habe einen passenden Kochtopf. Hier, bitte. Ah, oh, danke, danke. Wir bringen sie zurück. Aber das ist nicht nötig. Mein Mann und ich leben allein und wir fassen das nie an. Nehmen Sie das bitte als mein Geschenk zum Einzug. Das ist ja mal nett. Oh, ich frage sie auch mal nach ihrem Mann. Aber wie geht es Ihrem Mann? Er schien verstimmt zu sein. Oh, er fühlt sich nicht gut. Er hat ein Paket mit einer Filmspule bekommen. Klaus fotografiert gerne. Das wird ihn aufheitern. Er fotografiert also gerne. Das ist auch gut zu wissen. Verlässt du das Zimmer vielleicht gerade zufällig? Allerdings kommt er da schon wieder an. Warte mal, da ist gerade mein Sohn. Dem geben wir mal kurz die Schulbücher zurück. Hast du was über die Bücher rausgefunden, Paps? Ja, hier sind die Bücher. Ich mache mich an die Arbeit. Solche Reichtum hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich werde nicht mehr zum Rattennest gehen. Zur Bibliothek, meine ich. Ach Mist, jetzt geht der wieder rein. Ach, guck mal, Töchterchen ist wach geworden. Dann befragen wir die doch mal. Spielst du mit mir? Ja, nee, jetzt nicht. Tut mir leid. Oh, was passiert, Süße? Etwas ist passiert. Ich hab Naira verloren. Ist nirgends zu finden. Wer ist Naira? Das ist meine Puppe. Das ist meine Lieblingspuppe, Papa. Wirst du mir helfen, sie zu finden? Boah,
Das hast du mir aber Angst gemacht, Martha. Wo hast du zuletzt damit gespielt? Zu Hause, na, Ira ist zu klein, um hinauszugehen. Finde sie, bitte. Wollen wir nochmal gucken, ne? Ob wir das Püppchen finden. Alte Puppe, Puppe. Sie nennt sie Naira, ja? Dann nehmen wir doch die Puppe mal mit. Und geben sie ihr auch gleich. Nein, aber hier hast du deine Puppe. Ich spiele nicht mit dir. Hier ist sie. Danke, Papa. Ich habe mir ein tolles Spiel ausgedacht. Möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Naira wird Bergarbeiterin, begraben unter Schutz und ich werde die Retterin sein. Super, aber warum spielst du nicht besser mit Bauklötzen? Ich habe dir eine Kohlemine aus Bauklötzen gebaut. Ja. Da ist jemand. Ist da oben auch jemand? Weil ich würde gerne ein paar Kameras noch installieren. Hier scheint gerade keiner zu sein. Dann sperren wir hier doch mal auf, ha? Huh?